gegen Twente verloren. Oder? Twente irgendwie sowas. So. Massimo Carrera. Aha, so heißt anscheinend der Trainer von Juve. Komm, loben wir mal Reus. Mal wieder. Nein. Partie-Spielern gegen Juventus Turin. Die Trikots passen. Teammanagement. Ja, Franck Ribéry ist nicht dabei. Ist blöd. Reus müsste mal raus gegen Shaqiri. Tun wir mal groß gegen Müller rein. Ja, passt so. Spielen wir unentschieden letztens gegen Gladbach, Niederlage gegen Real und ein Sieg gegen Helsingborg IF. Wer auch immer das ist. Ja, fast. Fast. Ja, da haben wir mal draufhauen. Hey, da ging sogar durch die Gasse, da, durch die Lücke dadurch. Ja. Hier hören wir sie auch schon, die Musik im Hintergrund. Es ist Champions League Zeit in Turin. Ja, ich hoffe, so passt jetzt. So läuft es heute nicht. Ja, im Juventus Stadium. Hoch, jetzt ist der Sound irgendwie komisch. Was war das denn jetzt gerade? Ah, da hing anscheinend das Spiel ein bisschen. So, los geht's. Hier. Im Juventus Stadium. Und Neymar mit der ersten Balleroberung für uns. Ja, aber verliert ihn auch gleich wieder. Also, Hinspiel in Juve, in Madrid, nicht Madrid, in Turin. So rum, jetzt. In Juve, ja, in Madrid. Und, ja, da wollte ich auf Robben raus, aber eher weiter nach vorne. Hier stellen wir gleich wieder auf hoher Druck. Ja. Das alte Spiel halt. Ach Gott, und ja, da rennt er zu weit zurück. Ist das noch bekommt lahm? Was machst du da vorne? Muss jetzt Robben Rechtsverteidiger spielen oder was? So, wieder lahm. Ja, ich habe keine Anspielstation gehabt. Gut, gute Balleroberung wieder von Lahm. So, und jetzt aber. Oh Gott, groß! Ja, das ist einer der langsamsten Spieler hier. Bei Bayern. Den kannst du nicht schicken. Ach ja, und da vertändeln sie den Ball selber wieder. Das ist schön. Ja. Da steht einer direkt vor ihm, aber er passt natürlich zum Gegner. Oder er köpft natürlich zum Gegner. Es ist ein Traum. Boateng hat den, ja. Bahaha. Martinez, ja, super abgegritscht. Und Einwurf für Juve. Ah, die passen sich dadurch unseren Strafraum durch. Gefällt mir nicht. Ja, aber der Schuss. Harmlos. Boah. Ach Gott, da hat mir Shaqiri gestanden. Ja. Ich bin ja hier gekommen, also es ist im Prinzip eigentlich wurscht. Ah, Juve spielt gut. Na gut, Champions League. Natürlich spielen die gut. Echt super. Setze jetzt wieder. Ja. Hier. Aber Juve kontrolliert hier das Spiel. Wir kommen nicht richtig an den Ball. So, jetzt vielleicht mal über Dante.
Und ja, aber groß ist halt zu langsam. Nee, die Grätsche bringt hier nichts. Irgendwie sind die gegnerischen Spieler so wendig und ne und so, aber einen selber, die bei einem selber die Spieler, die sind das irgendwie nicht so. Dante hat den, ja. Robben wollte ich eigentlich gar nicht passen. Super, super gespielt auf Robben raus. Aber der kann schon nicht mehr. Ah, Neymar kommt da nicht hin. Oder war es Neymar? Nee, es war, glaube ich, Shaqiri. Der kleine Shaqiri. Ja, also wir müssen hier jetzt schnell ein Tor schießen. Ansonsten machen es die anderen. Dann haben wir schon mal ein Auswärtstor. Oder hätten wir schon mal ein Auswärtstor. Was? Wir müssen da erstmal erst schießen. Das ist auch nicht so, als das. Als würden sie uns das auf dem Silbertablett präsentieren. Boah, der Robben, der kann überhaupt nicht mehr. Was? Ab nach Abseits. Ach, Leute. Der sieht doch genau, dass er Abseits steht. Selbst wenn er es nicht weiß, gehen wir doch einfach mal einen Schritt weiter rein. Boah, den hält Buffon. Einen Schritt weiter rein, damit man sicher ist, dass man nicht im Abseits steht. Dann, Boateng, nicht Dante. Jetzt, Neymar muss jetzt Verteidiger spielen. Ob Boateng da vorne ist oder was? Schweinsteiger. Auf Robben, der war schön, Robben. Ja, Position wäre schon schön gewesen, aber hat nicht ganz gepasst. Na? Boah, der war schön durchgespielt. Boah, und da ist es 1-0 bestimmt jetzt. Oder, nein, hat Neuer. Neuer hatten. Holla, den habe ich drin gesehen. Wie der da unsere Spieler umkurvt hat. Ja, Juve ist einfach verdammt stark. Ja, könnte ich auch kurz drüber reden. Ja, Juve halt in echt auch Bayern Gegner im Viertelfinale. Boah, mein Gott, und so ein Schuss, so ein Schüsschen hat er dann nicht. Oh Gott, das war ein Matri. 1-0. Ja, aber man muss sagen, verdient. So, jetzt hier sehr offensiv. Es muss was gehen. Ja, und das ist. Da läuft er den Ball natürlich wieder nicht nach. Sehr schöner Pass zu Robben. Ja. Steht noch ein Abwehrspieler da. Jetzt kommt, geht einer mal drauf. Gut, ein Wurf von uns. Neymar hat 12 Tore in der gesamten Saison erst. So, Alaba. Neymar. Ja, aber hallo hier mal. Boah, den könnte ich direkt probieren, aber den hat er bestimmt. Ach Gott, der geht zu weit. Nein, 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 nein. Blöd, blöd, blöd. Schade. Benfica 1-1 gegen Lille. So, zweite Halbzeit. Lahm über rechts. Auf Robben. Auf Groß, auf Neymar, 1-1. Holla, ich dachte, den hat er gehalten. Den hat er gehalten. Schön
Schön. Gut, gut, gut. Guter Anfang. Oh, ja, wenn er den nicht bekommt, dann ist Neymar durch. Dann ist er durch, wäre durch gewesen. Dante, super. Komm, jetzt raus. Raus, ja. Shaqiri. Ja, kriegt er nicht. Kriegt er nicht ganz. Ja, man kann den vom Ball, man kann den vom Ball nicht trennen. Ah, gut, 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 gut. Und jetzt kommt er. So, groß. So, jetzt kommt Shaqiri. Ah, nee. Ist er nicht schnell genug. Ist, dass er den überlaufen könnte. Wahaha, Dante. Gefährliches Spiel. Mein Gott, ich lege ihm den auch noch vor. Waldfee. Jetzt erstmal beruhigen. Legt er dem den auch noch direkt vor die Füße? Alaba stellt den Weg gut zu hier zum Tor. Was? Also habe ich gedacht, dass er den zustellt. Pepe kommt gegen Isla. Ach ja. Eigentlich sollte er weiter nach unten gehen. Der passt gerade, aber naja. Kommt. Einwurf für uns. Ja, wir drücken hier aufs zweite. Ach, wir drücken hier aufs zweite Tor. Ich stelle es erstmal auf bloß auf Offensiv. Wir müssen dieses Spiel im Prinzip eigentlich gewinnen. Wir sollten aber halt noch keinen mehr fangen. Uns einfangen hinten. Wenn nicht. Ja, toll. Wo soll ich hinpassen? Ne? Das ist das Problem. Shaqiri Martinez. Robben. Neymar. Neymar 2-1. Komm, her mit dem Ding. Sehr schön, eine Passstaffette. Und sehr schöner Abschluss von Neymar. Gut, stelle ich auf ausgeglichen. Jetzt muss man bloß schauen, dass die kein Tor mehr schießen. Wenn 2-1 auswärts in Turin, also das ist schon gut. Und es ist sogar noch ein 3-1. Hattrick von Neymar. Jetzt macht er sie auch schon im Kopf. Stelle ich mal auf Defensiv. Taktik. So, jetzt bin ich gespannt, wie Juve reagiert. Ja, ich meine, die müssen jetzt voll drauf gehen und den hat Neuer. Ach Gott, da kommt keiner nach, da rückt keiner nach auf links. Robben, wo bist du? So, Teammanagement, wechseln wir mal. Ja, Robben muss raus. Gegen Müller.
Tun wir Mandzukic gegen Neymar rein. Und Schweinsteiger gegen Gustavo. Ah, Martinez, Ball, ja, fast erobert. Ah, Abstoß. Ecke, ja, sicher Ecke. Abstoß. Ja, die Wechsel. Ja, vielleicht macht man Zukic ja noch eins. Da vorne. So, Müller. Lahm lässt sich davon Vidal abdrängen. Müller wieder. Ach Gott, nee, ich wollte eigentlich zu einem anderen Spieler, nicht zu groß. Ich wollte zu Shaqiri spielen. Super gemacht, Alaba. So, und jetzt lauf, Shaqiri. Lauf, 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 lauf. Nein. Komm da nicht hin. Schade. Den haben wir. Den haben wir. Super. Ja, natürlich haben wir den. Nee. Vorlegen, FTW. Ja. Wenn die sich den nicht immer so vorlegen würden, sondern den Ball mal am Fuß behalten würden, dann würde es viel besser laufen hier. So, Gustavo. Jetzt keinen mehr fangen. Das wäre blöd. Dante. Abstoß. Armer Kisio geht raus. Asamoah kommt. Aha. Ja. Shaqiri geht nochmal an Cellini vorbei oder so, wie der heißt. Ja, denn jetzt hat er. Ja, das war's jetzt. 3-1 gewonnen. Sehr gut. Hattrick Neymar bringt uns ja schon mit einem Bein ins. Ja, was ist das? Das nächste, die nächste Runde. Halbfinale. Viertelfinale. Naja, Benfica hat 2-1 gegen Lille verloren. Also Lille, gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Mit zwei Auswärtstoren. Nationaltrainer Pferde von Ägypten. Aha. Was? Ja, okay. Nein, werden wir nicht machen. Okay, welches ist das nächste Spiel? Und zwar gegen Bremen geht's jetzt. Was macht man denn da mal? Da loben wir mal den ganzen FC Bayern. Oh, die Elf der Woche. Weidenfeller Wendt, Wollscheid. Na, toll. Toprak, Piszczek. Der Piszczek ist irgendwie auch immer da drin. Großkreuz, Hosugai, Iwanschitz, Robben, Schiplock und Kießling. Weiter. Ja. Angebot zurückgezogen. Aha. Ist uns egal. Gegen wen muss Dortmund spielen? Ja, steht nicht nirgends da.